Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute das erste Mal mit VoiceOver. Heute stelle ich euch die neuen Metal Shock Nail Powders von Essence vor. Die gibt es jetzt momentan noch in einer Limited Edition zu kaufen, werden aber jetzt dann ins Standardsortiment übergehen. Und die wollte ich euch jetzt einfach mal vorstellen, wie man sie anwendet, ein paar Tipps und Tricks. Noch als kleine Info, mir wurden alle Produkte von Essence zugeschickt, ich werde aber nicht dafür bezahlt, jetzt ein Video zu machen und alles, was ich darüber sage, kommt zu 100% von mir. In dem Paket von Essence war auch ein schwarzer Nagellack enthalten in der Farbe Black is Back. Den habe ich als Base lackiert, da schwarz erstmal so die beste Base ist und der Effekt von diesen Mirror Powders einfach am besten zur Geltung kommt. Aber man kann natürlich auch andere Farben lackieren. Das Puder hält nur auf noch nicht ganz trockenen Nagellack. Es darf nicht zu nass sein, aber auch nicht zu trocken. Ich habe den Klarlack von Essence verwendet. Dieser ist in der Farbe 01 absolut pure. Diesen Lack habe ich vor jedem Puder aufgetragen und circa 1 bis 2 Minuten gewartet, sodass es zwar angetrocknet, nicht zu trocken, aber irgendwie noch feucht ist. Aber auch schon trocken genug, damit man das Puder auftragen kann. So, los geht's mit dem Puder in der Farbe 05 Under the Sea. Wundert euch bitte nicht, dass ich die Puder nicht in der richtigen Reihenfolge habe. Das ist mir jetzt leider erst im Nachhinein aufgefallen. Jetzt wird das Puder auf den noch nicht ganz durchgetrockneten Nagellack aufgetragen. Ich habe dafür immer meinen Finger verwendet, weil ich finde, man hat so ein viel besseres Gefühl dafür, ob der Nagellack schon trocken ist oder nicht. Und habe es auch erstmal nur leicht aufgetupft, bevor ich angefangen habe es zu verreiben. Einfach weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass ich irgendwas noch kaputt mache oder so, weil man ja mit einem noch etwas feuchten Nagellack arbeitet. Aber man kriegt da auch mit der Zeit ein Gefühl dafür. Worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, dass man auch schön an die Ränder kommt mit dem Puder. Und vorne an der Spitze auch, da sonst noch der Nagellack von unten drunter durchblitzt und es sieht dann einfach nicht so schön aus. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist alles gleichmäßig und ihr habt genug Puder aufgetragen, könnt ihr das überschüssige Puder einfach mit einem kleinen Pinsel wegnehmen und seht schon das erste Ergebnis. Man sieht richtig schön, es ist ein ganz dezenter Duochrome-Effekt, so ein Schimmern von Blau zu Lila. Weiter geht es mit dem Puder in der Farbe 03, I'm so fancy. Hier jetzt wieder die gleiche Prozedur wie davor. Ich nehme das Puder mit dem Finger auf, tupfe erstmal sanft auf den Nagel und fange dann an, es zu verreiben. Wie davor könnt ihr dann das überschüssige Puder einfach mit einem Pinsel abnehmen und seht den schönen rosa, pink, roten Effekt, der so ein bisschen in so ein Gold übergeht. Den kleinen Punkt, den ihr seht, das war vorher ein Bläschen, da hat sich ein bisschen Puder angesammelt. Weiter geht's jetzt mit der Farbe 06, Be My Little Mermaid. Und das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Hier seht ihr jetzt das Ergebnis. Es ist so ein richtig, richtig schöner, türkisener Spiegeleffekt geworden, der so leicht ins Bläuliche übergeht. Gefällt mir richtig, richtig gut. Weiter geht's mit der Farbe 02, Me and My Unicorn. Die
Dieses Puder ist jetzt das letzte bunte Duochrome-artige Puder aus der Reihe. Danach kommt noch ein goldenes und ein silbernes. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, ist die Beschaffenheit ein bisschen anders als bei den anderen. Es ist so ein bisschen gröber von der Struktur und hat dadurch auch nicht diesen gleichmäßigen Spiegeleffekt, den die vorhergehenden Puder haben. Aber ich finde es trotzdem noch ein schöner Effekt. Dieses Puder ist definitiv mein Favorit aus der Reihe. Es ist zwar nicht so schön gleichmäßig wie bei den anderen, aber diesen Duochrome-Effekt von dem Lila zu Blau sieht man wirklich in jedem Licht. Und das finde ich einfach so cool. Jetzt kommen wir zum vorletzten Puder, 01 Mirror Mirror on the Nail. Und man erkennt sofort, wie viel gröber das Puder ist, im Gegensatz noch zu dem davorgehenden. In dem Licht glitzert es richtig, richtig stark. Ich liebe es. Ich denke, ihr könnt hier auch schon ganz gut erkennen, wie grob das Puder ist im Vergleich zu den anderen davor. Was natürlich einen richtig krassen Spiegeleffekt macht, aber auch nicht so schön gleichmäßig ist. Es kann aber auch daran liegen, dass ich diesen schwarzen Basecoat habe. Vielleicht ist dann einfach nur ein Klarlack oder ein anderer, hellerer Farbton besser, dass es nicht so grob aussieht. Das könnte vielleicht dann schon helfen. Aber der Spiegeleffekt ist natürlich richtig, richtig cool. Wundert euch nicht an der kleinen Macke da oben am Nagelbett. Das war meine Schuld, der Nagellack war noch nicht ganz trocken. So, zu guter Letzt haben wir jetzt noch das goldene Puder in der Farbe 04, A Touch of Vintage. Wieder ein sehr, sehr feines Puder, wie es bei den ersten dreien auch war. Dieses Puder hat jetzt wieder einen richtig schönen, gleichmäßigen Spiegeleffekt, dadurch, dass es eben so ein feines Puder ist. Wie ihr gleich wahrscheinlich sehen werdet, ein leicht grünlicher Schimmer. Wobei ich glaube, dass das tatsächlich an dem schwarzen Nagellack unten drunter liegt. Vielleicht wäre da ein gelber Nagellack besser oder in einer anderen goldenen Farbe vielleicht sogar schon. Außer man mag diesen leicht grünlichen Touch. So, zu guter Letzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch versiegeln. Dazu gibt es einen speziellen Topcoat, auch aus dieser Reihe. Wie ich gehört habe, ist er wasserbasiert, also kein normaler Topcoat, und dadurch wird eben dieser Spiegeleffekt beibehalten, was bei normalen Topcoats jetzt nicht der Fall wäre. Wenn der Topcoat dann vollständig getrocknet ist, könnt ihr eure Hände ganz normal unter fließendem Wasser waschen. Dadurch gehen dann auch die überschüssigen Pulverreste an den Fingern komplett weg. So, das ist nun die vollendete Maniküre. Ich hoffe, euch hat meine kleine Demo gefallen und vielleicht konntet ihr auch den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.